ich darf Sie herzlich begrüßen und unser Projekt vorstellen. Wir versuchten in unserer Schule ein bisschen Nachhaltigkeit an die Schüler weiterzugeben, nicht nur im Unterricht, sondern viele Bereiche bleiben im Unterricht nicht angesprochen oder können nicht vertieft werden. Und wir nutzen da die zweitletzte Woche vor den Ferien, indem wir für die Klassenstufe 7 externe Dozenten einladen, die verschiedene Bereiche nochmal beleuchten und auch darauf eingehen. Sie haben schon gesehen, das erste Bild beginnt in der Küche. Ganz wichtig, dass es auch gutes Essen gibt. Also wichtige Standpunkte sind bei uns Gesundheit in puncto Ernährung, in puncto Bewegung, hier aber auch in puncto Musik, Kultur, Galeriebesuche, Kreativität, alles was es so umgibt. Und wir versuchen regionale Institutionen mit ins Boot zu holen, damit die Kinder mal so einen Anlaufpunkt kriegen und den ersten Schritt wagen, vielleicht in ihrer Freizeit auch mal in einen Verein zu gehen, Selbstverteidigung zu machen, Rugby, wie Sie hier sehen, haben alle großen Spaß daran, oder Turnen, Yoga. Es geht über Prüfungsangst, über so psychologische Dinge. Ich denke, wir sind eine kleine, so eine Brennpunktschule. Die Kinder bekommen von den Eltern nicht so viel, es wird nicht so viel in der Freizeit gemacht. Und wir versuchen da ein bisschen einen Anhaltspunkt zu geben, dass die Kinder den ersten Schritt wagen. Sie kennen schon jemanden, der aus so einer Institution kommt. Ich kann da hingehen, ich bin nicht ganz unbekannt, ich weiß, wie es abläuft. Das ist für uns das Nachhaltige dran. Sie haben vorher gesehen das Bild, das ist zum Beispiel Live Kinetik. Wir haben Gedächtnistraining drin. Wir haben natürlich auch sowas wie Street Soccer. Wir nehmen Capoeira mit rein. Jedes Jahr gibt es einen anderen Schwerpunkt. Genauso Theater. Wir sind ganz, für uns ist es wichtig, also ein Theater zu machen, wo eine Theatergruppe kommt, aber auch die Schüler mit einbezieht. Es geht zu dem Thema Mobbing und das geht durch den Magen. Das machen dann die anderen Schüler aus der 8. Klasse. Also so ein Buffet für die gesunde Pause, wo jeder kostenlos sich nehmen kann. Dann machen wir viele Dinge, wo die Schüler, also die eigenen Schüler, jetzt zum Beispiel in der Küche stehen, die anderen machen die Fotos, machen nachher eine Broschüre darüber, wo wir beschreiben, was wir alles gemacht haben, um an unsere Sponsoren natürlich heranzukommen, denn auch die sind ganz wichtig. Wir versuchen über den Förderverein an Unternehmen zu kommen und da einfach ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Die Schüler müssen einen kleinen Betrag zahlen. Für die ganze Woche haben jeden Tag drei Projekte. Also Sie sehen, unterschiedlichster Art. Ich habe jetzt nur einen Teil mal genommen. Wir haben natürlich auch Mediation. Wir haben verschiedene Dinge, jetzt zum Beispiel Cybermobbing dieses Jahr neu. Wir haben dieses Jahr einen Schwerpunkt auf Selbstverteidigung, Selbstwertgefühl, solche Kurse zu zeigen. Also in diesem Rahmen. Ja, dann bin ich schon zu Ende, mein Bild noch nicht. Das ist das Theater. Ich bedanke mich für Ihre Zuschauer.